Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Also von diesem Besetztsein von des Hügels Spitze habe ich mal einen tiefen Eindruck bekommen, dadurch eine Einladung bald nach dem Kriege nach Tübingen zu einer Evangelisation. Das wurde von der Allianz eingeladen. Da waren Professoren dabei und die Heilsarmee und die interessanteste, also der weiteste Kreis. Und eingeladen hatte mich Professor Heim, mein verehrter Lehrer. Und als ich dann hinkam und die große Evangelisation da in der Stiftskirche hatte, war Heim schon todkrank. Ich habe als Student bei ihm gelernt, er war ein gewaltiger Mann. Und dann habe ich ihn besucht. Da saß er so hinfällig im Sessel, dieser große Geist mit der Decke über den Knien. Und dann stammelte ich nur etwas ergriffen, es erschüttert mich, dass ich meinem verehrten Lehrer gegenüber sitzen darf. Und da sagt er, und es bewegt mich, dass ich meinen Schüler gegenüber habe, dessen Weg ich verfolgt habe. Ich kann Ihre Vorträge nicht mehr besuchen. Aber jeden Abend um 8, wenn Sie auf die Kanzel steigen in der Stiftskirche, dann kommt meine Frau und dreht hier das Licht ab. Und dann kämpfe und bete ich für Ihren Vortrag. Mir kamen die Tränen vor Bewegung. Ich dachte, das muss doch eine Sache werden. Da steht man in aller Schwachheit auf der Kanzel und dieser große Zeuge Gottes sitzt da in seinem dunklen Studierzimmer auf der Hügelspitze und hebt die Hände empor um den Sieg. Ich möchte nicht arbeiten, wenn ich nicht gewiss Brüder und Schwestern hätte, die für mich beten. Und ich möchte immer wieder sagen, habt ihr Leute, die für euch auch beten? Man muss dafür sorgen, dass man Rückendeckung hat von Fürbitte. Dann wird mir an der Geschichte so unheimlich klar, dass Gebet sowohl Freude wie Kampf ist. Was ist das für ein Kampf für den Moses? So wie er die Hände runterlässt, siegen die Amalekiter. Er kann nicht müde werden. Gebet ist ein Kampf. Ich habe manchmal keine Lust zu beten, weil es so ein Kampf ist. Und zu gleicher Zeit ist es Freude. Der Moses hat ja sicher so Angst, da kommen diese kriegsgewohnten Amalekiter. Er möchte schreien vor Angst, was soll denn sein armes Volk tun? Und nun schreit er seine Not ins Herz seines Heilandes. Was kann man Besseres tun? Was ist schöner als einfach seine Bedrängnis ihm sagen? Sie haben nicht Wein, nicht? Es ist Freude und Kampf zugleich. Es ist ein christliches Buch erschienen von einem englischen Bischof Robinson. Gott ist anders, honest to God. Da behauptet der Bursche, die Leute, die er kenne, die könnten alle gar nicht mehr beten. Und er sei überzeugt, dass von den Pfarrern keiner mehr beten könne. Ob er recht hat? Können Sie beten? Können Sie beten? Haben Sie ein Gebetsleben? Haben Sie eine Liste, wo die Leute draufstehen, für die Sie beten und die Reich Gottes Werke? Haben Sie eine Fürbittenliste in Ihrer Bibel liegen? Vielleicht hat der Bischof Robinson recht, dass die Christenheit gar nicht mehr beten kann. Fragen wir uns mal. Aber am dankbarsten bin ich nun dem Bruder Sorg für diesen neutestamentlichen Bezug, dass er von des Hügelspitze dort in der Wüste hinüberschaut auf des anderen Hügelspitze nach Golgatha. Des Hügelspitze ist besetzt. Was ist das für ein Wort von Jesus? Ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Wir sind alle ab und zu Josuas in einen hoffnungslosen Kampf gestellt. In einen hoffnungslosen Kampf gestellt. Werden Sie mit sich fertig? Werden Sie mit sich selber fertig? Werden Sie mit der Welt fertig? Hoffnungsloser Kampf. Jesus ist zur Rechten Gottes und vertritt uns.
und heb die durchgrabenen Hände fürbittend zum Vater auf für uns. Das ist eine herrliche Botschaft. So, nun wollen wir schließen und wir kommen dann zum Abendmahl wieder zusammen. Auf Wiedersehen.